Herzlich willkommen wieder bei den Lake Lightroom Tutorials. Heute geht es um das Thema Presets, auf Deutsch auch Vorgaben. Die findet ihr hier links in eurem Lightroom im Entwickeln-Modus. Und was ist eine Vorgabe? Eine Vorgabe ist einfach eine abgespeicherte Einstellung. Also Benutzervorgaben, die sind von euch erzeugt. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Und alles, was hier oben drüber ist, das kriegt ihr schon mit Lightroom ausgeliefert. Ich habe hier vorhin extra mal ein bisschen aufgeräumt, damit das nicht so voll aussieht, wie es sonst bei mir aussieht. Und was passiert? Wir nehmen jetzt hier einfach mal eine Farbvorgabe, Cross-Entwicklung 3. Es verändert sich was im Bild. Wir haben gerade schon gesehen, zack, da springen ein paar Regler rum. Und hier in der Gradationskurve zum Beispiel, wenn wir hier mal einen Schritt zurückgehen und es wieder auswählen, na, da passiert was. Also da hat jemand bei Adobe hier mal so ein bisschen rumgespielt und hat hier auch in den Kurven gearbeitet, hat es dann abgespeichert und jetzt, wenn man Lightroom kriegt, kriegt man das mit ausgeliefert. Und das kann einem natürlich ganz schön viel Arbeit erleichtern. Man muss nicht in jedem Bild wieder alle Regler neu hinziehen, sondern man klickt hier einfach mal drauf, zack, und hat so einen Bildlook. Ja? Und alle Regler, die hier in Lightroom vorhanden sind, könnt ihr abspeichern, mit Ausnahme des Bereichsreparaturpinsels, des Zuschneidewerkzeug, des Reparaturpinsels hier, Korrekturpinsels. Aber hier zum Beispiel die beiden Filter hier, Radialfilter und Verlaufsfilter, die können auch mit abgespeichert werden. Das ist eine ganz coole Sache. Und wenn euch das alles mal irgendwie zu bunt geworden ist oder ihr habt hier irgendwie auch selber ganz schön viel komisches Zeug verstellt, ja, dann könnt ihr zum Beispiel mit einem Filter, den es hier gibt, beziehungsweise mit einem Preset, Nullwert, alles wieder auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen. Da werden, glaube ich, die Werkzeuge hier oben nicht zurückgesetzt, aber alles, was hier in diesen Reitern drin ist, wird zurückgesetzt. Alternativ kann man natürlich auch hier wieder auf das ursprüngliche Bild im Protokoll zurückgehen. Und jetzt natürlich die Preisfrage, wie erstellt man selber ein solches Preset? Das ist ganz einfach. Wenn wir jetzt also hier eine Veränderung in dem Bild vornehmen und das Bild jetzt verändern, irgendwas hier halt drehen. Also ich mache jetzt bewusst hier nichts, womit ich einen Blumentopf gewinne, sondern ich will einfach hier irgendwas rumschieben. Dann geht ihr hier auf Plus. Und wenn ihr hier auf Alles auswählen geht, dann wird jetzt alles, was hier unten angeklickt ist, mit abgespeichert. Und jetzt könnt ihr das hier, könnt ihr dem Ding einen Namen geben. Preset 01 nenne ich das mal. Und automatisch wird dieser Benutzervorgabenordner gewählt, der hier unten ist. Ihr könnt hier aber auch eigene Ordner erstellen. Wenn ihr viele Presets habt, könnt ihr die thematisch zum Beispiel sortieren und könnt den jetzt hier Ordner 1 nennen. Und dann könnt ihr das abspeichern. Automatische Tonwertkorrektur würde ich nie aktivieren. Damit wird eigentlich das alles außer Kraft gesetzt und Lightroom macht das von alleine. Wenn ihr im Schwarz-Weiß-Modus seid, dann kommt auch hier diese automatische Einstellung der Schwarz-Weiß-Tönung. Auch das würde ich nicht aktivieren, wenn das möglich ist. Auch den Weißabgleich würde ich hier nicht mit abspeichern, denn der ist in jedem Bild eigentlich individuell und gehört meiner Meinung nach nicht abgespeichert. Und auch die Belichtung würde ich eigentlich nie mit abspeichern, denn auch die ist in jedem Bild immer wieder anzupassen und kann man machen, aber ich nehme die eigentlich immer raus. Also bei mir sehen Presets oft so aus. Und dann erstelle ich das. Und jetzt haben wir hier eben diesen Ordner 1 mit dem Preset 01. Und wenn wir jetzt hier wieder auf das ursprüngliche Bild zurückgehen, können wir jetzt eben mit einem Klick diese Einstellung wieder hervorrufen, die wir gemacht haben. Und wenn ich jetzt hier irgendwas wieder verstelle, kann ich hier auch wieder draufklicken und es wird wieder zurückgestellt. Eben auf das abgespeicherte Preset. Wenn ich beim Abspeichern des Presets, zum Beispiel hier Tiefen und Weiß, mit Abspeicher, wir haben also hier Tiefen und Weiß, und die verstelle irgendwann später, und ich gehe auf das Preset, dann werden die auch wieder auf 0 gesetzt, weil die wurden ja mit dem Wert 0 abgespeichert. Das heißt, ihr müsst wirklich hier euch gut überlegen, was aktiviert ihr oder was deaktiviert ihr hier. Ich bin im Zweifel immer eher dafür, bei einem Preset das meiste aktiviert zu lassen. Und das zeige ich euch auch gleich in einem Beispiel, warum das meiner Meinung nach eigentlich ganz sinnvoll ist, das so zu machen. So, jetzt wollte ich das hier über Nullwert wieder zurücksetzen und da ist es auch passiert. Ich habe jetzt ein einziges Bild auch mal mitgebracht, wo wir uns ein bisschen was anschauen. Und zwar hier dieses Bild von einer Hochzeit.
Ich habe es schon mal hochgezogen, denn im Original war das wirklich etwas unterbelichtet. Und da muss man hier ein bisschen hochkorrigieren. Und jetzt bearbeiten wir dieses Bild einfach mal so ein bisschen quick and dirty. Wirklich nur ganz schnell. Wir schauen mal, was wir hier machen können. Wir müssen hier auf jeden Fall in der Gradationskurve ein bisschen was machen. Wir machen mal so eine leichte S-Kurve hinzu. Für ein bisschen mehr Kontraste mit einer leichten Anhebung der Schwarztöne. Und da machen wir mal eine Teiltönung rein. Wir bringen mal in die Lichter ein bisschen Wärme. Also im Extrem sieht es so aus. Und in die Schatten machen wir mal so einen leichten Blauton rein. Sehen im Extrem so aus. Das ist also auch so ein leichter Cross-Processing-Look. Wenn euch das zu schnell geht, dann schaut euch einfach mal meine Tutorials an. Da erkläre ich das natürlich alles, wie das funktioniert. Ja, also hier kann ich jetzt dieses Bild eben so ein bisschen bearbeiten. Jetzt wird es wahrscheinlich nochmal heller. Das liegt daran, dass das die Vignettierung viel Licht geschluckt hat. So, jetzt machen wir hier nochmal ein ganz bisschen eine Vignettierung rein. Und so eine leichte Körnung noch für so ein bisschen Filmlook. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Orange, ein bisschen Sättigung reinbringen. Hier in den lila Tönen für die Pflanzen. Na, ihr seht, also hier kann man schon ein bisschen was machen, ne? Man kann hier den Hintergrund und alles so ein bisschen grüner werden lassen. So, und wir können vielleicht allgemein hier noch die Dynamik ein bisschen anheben für ein bisschen Farben. So, jetzt habe ich also das Bild bearbeitet und speichere jetzt das Preset ab und mache dafür jetzt einen neuen Ordner. Das nenne ich mal Wedding. Da kommen jetzt meine Hochzeitspresets rein. Und das nenne ich jetzt hier zum Beispiel Wedding Cross Colorful. Also irgendwie bin ich da englisch unterwegs, ja, also mit einem leichten Cross-Processing in der Teiltönung und Colorful, weil wir hier so ein bisschen die Farben angehoben haben. Den Weißabgleich lasse ich, wie er ist, und zwar bei wie Aufnahme oder wie er dann halt vielleicht in einem veränderten Bild schon ist. Und die Belichtung lasse ich auch mal raus. Also die beiden lasse ich draußen und den Rest lasse ich drin. Und ich zeige euch jetzt, warum das meiner Meinung nach eine ziemlich gute Einstellung ist, die beiden zu deaktivieren. Wenn ich nämlich jetzt ein Bild bearbeite, ich gehe jetzt mal zurück nochmal wieder auf den ursprünglichen Wert und ich arbeite erstmal ohne Preset. Dann ist es ja so, dass ich zumindest, also ich fange oft mit der Belichtung an, mit dem Weißabgleich. Sag hier, das Kleid war nicht weiß, sondern ein bisschen wärmer. So, und dann arbeite ich hier. Und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt die Tiefen anheben, die Lichter zurücknehmen. Und ich möchte vielleicht hier in den Farben die Hauttöne ein bisschen heller machen. So, und jetzt, keine Ahnung, was arbeite ich also hier eine Weile rum. Und dann merke ich aber, das wollte ich nicht machen hier. Das wird mir aber zu künstlich, ja, weil mit Tiefen und Lichtern macht man so einen HDR-Look. Das sieht hier gar nicht gut aus, finde ich. Dann machen wir nochmal Kontrast und Klarheit hoch. Also wenn einem jetzt zum Beispiel diese Bearbeitung des Bildes nicht gefällt, und man aktiviert jetzt das Preset, was ich gemacht habe, dann wird alles, was man so ein bisschen vielleicht auch verhunzt hat, wird überschrieben durch jetzt das Preset. Aber der Weißabgleich, den ich ja schon gewissenhaft ausgewählt habe, und auch die Helligkeitsanpassung, die bleiben, weil die sind im Preset ja nicht mit abgespeichert. Das heißt, alles andere verstellt sich, nur die wichtigen Dinge bleiben. Und das ist eigentlich eine ganz praktische Sache, weil wenn man hier irgendwo was, zum Beispiel vorher, wenn man in der Gradationskurve ein bisschen was dumm gebaut hat, dann wird es quasi durch dieses Preset zurückgesetzt. Nur eben Weißabgleich und Helligkeit, und das ist, finde ich, eigentlich ganz geschickt irgendwie in meinem Workflow, Flow, die bleiben, wie sie sind. Jetzt haben wir hier also das Bild ganz einfach bearbeitet und mit diesem Preset konnten wir dann eben mit sehr einfachen Mitteln das wieder hervorrufen. Und ihr könnt auch hier über Minus zum Beispiel das wieder rauslöschen. Jetzt habt ihr gesehen, wie man so eine ganze Bearbeitung eines Bildes abspeichern kann. Man kann aber auch kleine Sachen abspeichern. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt hier eine Vignettierung über den Radialfilter hinzufügen. Also wir gehen mit der Belichtung runter. So. Und wir nehmen dann auch vielleicht die Schärfe und die Klarheit ein bisschen, damit das so ein bisschen den Fokus hier in die Mitte lenkt. Und den Kontrast nehmen wir so ein bisschen hoch. Und jetzt haben wir also so eine
Vignettierung erzeugt. Und da könnte ich jetzt auch ein Preset draus machen. Und jetzt mache ich hier nichts auswählen. Die Prozessversion lasst ihr immer dabei. Das ist für Lightroom wichtig, sonst kann das zwischendurch mal ein bisschen Schluck aufkriegen. Und jetzt wähle ich hier nur den Radialfilter aus, eben für diese Vignettierung. Mache jetzt meinetwegen noch einen Ordner Tools für so Werkzeuge. Und nenne das jetzt mal Vignettierung. Und speichere das jetzt ab. Und jetzt habe ich eben nur dieses Ovale, diesen Filter einmal abgespeichert. Den kann ich jetzt immer einfügen in jedes andere Bild. Ich kann jetzt also hier wieder zurückgehen, kann das Bild nochmal von vorne bearbeiten. Das heißt, wir machen jetzt hier auch nochmal wieder eine ganz, ganz einfache Bearbeitung des Bildes. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte hier auch noch gerne eine Vignettierung, dann gehe ich hier einfach auf Vorgaben, gehe zu meinen Tools und gehe auf Vignettierung. Und zack, die wird einfach noch oben drauf gelegt. Also es kommt einfach dieser eine Radialfilter, den ich abgespeichert habe, der kommt einfach dazu. Und das ist auch eine schöne Sache, da kann man verschiedene Sachen einfach sich auch so abspeichern, eben indem man nur eine einzige Sache abspeichert. Und alle Sachen, die hier nicht ausgewählt werden, die bleiben dann auch unverändert, wenn ich das Preset anwende. Das heißt, wenn ich das Bild schon bearbeitet habe und dann den Radialfilter da hinzufüge durch das Preset, wird der Rest nicht angefasst, weil er hier eben nicht ausgewählt war. So, wenn ich jetzt den Radialfilter abspeichere, dann werden alle anderen Einstellungen später auch wieder mit reingehauen. Und das Video bringe ich jetzt zusammen raus mit einem kleinen Geschenk, eben mit einem Preset. Und das zeige ich euch auch nochmal kurz. Zuallererst, wie bekommt ihr dieses Preset überhaupt in euer Lightroom rein? Das ist ganz einfach. Ihr geht hier einfach auf eins eurer selbst erstellten Presets. Das ist wichtig, dass ihr eins nehmt, was ihr erstellt habt. Das funktioniert nicht bei den Lightroom Presets. Wenn ihr hier nämlich mit der rechten Maustaste drauf geht, passiert das hier. Da kommt also nicht so viel. Wenn ihr jetzt hier auf euers geht, habt ihr eine größere Auswahl. Ihr könnt also zum Beispiel auch hier mit allen aktuellen Einstellungen aktualisieren. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Preset hier eingespielt habt, Wedding Cross Colorful, und ihr ändert jetzt hier was, zum Beispiel wollt ihr die Lichter ein bisschen absenken, dann könnt ihr jetzt hier sagen, okay, aktualisieren, alles auswählen, Belichtung Weißabgleich wegnehmen, aktualisieren. Jetzt ist es abgespeichert, eben mit den Lichtern ein bisschen runtergezogen. So kann man also nochmal Presets wieder verändern. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, im Finder anzeigen. Wenn ihr hier drauf geht, bei Windows-Usern steht da wahrscheinlich im Explorer anzeigen, dann öffnet sich automatisch der Ordner, in dem die Presets abgespeichert werden. Und das ist hier Wedding, Wedding. Und der Standardordner ist eben User Presets, der heißt dann im Deutschen Benutzervorgaben. Und wenn ihr jetzt Lightroom Presets irgendwo kauft oder geschenkt kriegt oder runterladen könnt, dann ist es diese Datei. Die endet eben auf LR-Template, wie Lightroom-Vorgabe, und mit dem Namen. Und die müsst ihr hier einfach reinziehen, das heißt von eurem Download-Ordner einfach in diesen Preset-Ordner hier reinkopieren. Und dann müsst ihr Lightroom nochmal neu starten, ihr müsst es also zumachen und wieder aufmachen. Und beim nächsten Mal findet ihr die hier. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Dieser Ordner ist schwierig zu finden, natürlich kann man googeln, wie der Pfad lautet. Ich mache das mal auf hier, also ihr seht schon, Library, Application Support, Adobe, Lightroom, Development, Presets, User Presets. Das zu finden und durchzuklicken ist manchmal gar nicht so einfach und ich glaube, bei Windows ist es auch natürlich wieder ein anderer Pfad, weil es dieses Library da gar nicht so gibt. Von daher von mir einfach hier wirklich der Tipp, auf ein selbst erstelltes Preset gehen, im Finder anzeigen drücken und gut ist die Sache, einfach die Sachen hier reinschieben und ihr habt sie. Ihr könnt auch hier zum Beispiel einfach neue Ordner erstellen und wenn ihr Lightroom beim nächsten Mal öffnet, dann seht ihr diesen Ordner auch hier links. Und wenn ihr zum Beispiel Presets selber erstellt und ihr wollt die an Freunde weitergeben, dann könnt ihr einfach hier diesen Ordner auch zum Beispiel auch einfach weitergeben, auf einen USB-Stick packen und dann können andere Leute sich das hier wieder reinkopieren und haben eure Presets. So einfach ist es. Und ihr kriegt jetzt ja von mir ein Preset geschenkt. Falls ihr dieses Video erst in ein, zwei Jahren mal guckt oder sowas, findet ihr das sicherlich auch, wenn ihr ein bisschen googelt. Und das ist hier zum Beispiel schon drinne.
Das heißt, wenn ich euch das schenke, dann gibt es einfach genau diese Datei mit 15 Kilobyte zum Download. Die packe ich in Dropbox oder sowas und gebe euch den Link. Und dann könnt ihr die bei euch hier wieder einfügen und dann habt ihr das auch. Und was ganz wichtig ist bei Presets: Presets ist nicht ein Klick und das Bild ist Bombe, weil jedes Bild ist individuell. Und ihr müsst auch bei einem Preset eben dann ganz individuell das Bild noch bearbeiten. Also wenn wir hier jetzt nochmal wieder auf Importieren gehen, also auf das Bild im Rohzustand. Und jetzt nehmen wir das Preset, was ihr von mir bekommt, diesen Lens Flare, das habt ihr auf Facebook abgestimmt, dass ihr den haben wollt. Dann wird es hier in das Bild reingespielt. Und mal kurz gucken. Ah, jetzt hängt mein Rechner wieder so ein bisschen. Also wenn ich genug Presets in der Zukunft irgendwann mal auch mal verkaufe, dann kaufe ich mir einen neuen Rechner. Hier habt ihr das jetzt drin. Und ihr seht, das Bild ist noch nicht gut. Das ist noch nicht fertig. Ihr müsst also jetzt hier zum Beispiel die Belichtung noch hochziehen. Ja, den Weißabgleich vielleicht ein bisschen wärmer machen. Ihr müsst vielleicht das Bild hier auch noch ein bisschen zuschneiden, ein bisschen kippen. Also da muss man vielleicht noch dies und das machen, um wirklich ein schönes Bild hinzukriegen. Und jetzt sagt ihr zum Beispiel, ja, euch ist die Ecke hier oben links, die ist euch aber viel zu hell. Ja, und es kann bei Presets immer mal passieren, dass manche Anpassungen zu extrem sind oder zu wenig sind. Dann ist es auch ganz einfach. Ich habe das hier oben zum Beispiel mit dem Radialfilter gemacht. Ihr nehmt also den Radialfilter, wählt dann einfach hier diese Punkte aus und könnt dann hier zum Beispiel die Helligkeit, die Sättigung der Farbe, den Weißabgleich zurücknehmen. Könnt den zweiten Punkt nehmen, könnt hier auch den Weißabgleich und die Helligkeit zurücknehmen. Und so habt ihr hier die Möglichkeit, auch das Preset noch zu optimieren und an euer individuelles Bild anzupassen. Ja, also das ist wirklich eine schöne Sache. Presets sind immer nur Einstellungen, die hier reingeschrieben werden und ihr habt noch alle Möglichkeiten, die zu optimieren. Ja, und ihr habt jetzt gesehen, ich habe dieses Preset vor einer Minute erst aktiviert. Das heißt, in einer Minute habe ich jetzt mit einem Preset aus dem linken Bild das rechte Bild gemacht. Vielleicht mag jetzt nicht jeder Lens Flares und sagt, das sieht aber doof aus. Aber ich glaube, viele mögen das. Lens Flares sind eine ganz schicke Sache. Das sieht sommerlich warm aus. Und das jetzt mit einem Klick in Lightroom so einzufügen und nur mit ein paar Reglern mal eben zu optimieren, das geht halt mit Presets und das ist eine coole Sache. Und dieses Lens Flare Presets gibt es umsonst. Könnt ihr euch runterladen und könnt ihr auch gerne weiterempfehlen. Mich freut es natürlich immer, wenn das bei mir dann über die Facebook-Seite oder sowas bezogen wird und wenn ihr das nicht einfach weiterschickt. Ihr könnt es auch weiterschicken, vielleicht gebt ihr noch einen Hinweis dann auf mich. Das freut mich natürlich. Das ist schon Arbeit, sowas zu erstellen, wie ihr seht. Sind hier wirklich ist hier mit vielen, vielen Radialfiltern sehr gewissenhaft und genau gearbeitet worden. Das ist wirklich Arbeit. Hier liegen auch gleich mehrere übereinander und sowas. Also da müsst ihr mal schauen, wenn ihr sowas selber mal machen wollt. Das ist nicht ganz so einfach, solche Lensflares zu bauen. Könnt ihr natürlich machen. Und das gibt es jetzt umsonst. Damit bin ich auch am Ende eigentlich vom Thema. Vielleicht noch eine Sache. Vielleicht habe ich schon gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ding löschen wollt, könnt ihr auch einfach hier drauf gehen, auf Minus gehen und das Zeug verschwindet. Leider kann man diese Dinger, die von Lightroom kommen, nicht wegmachen. Ich brauche die eigentlich kaum und würde die gerne der Übersicht halber hier rausnehmen. Das geht nicht so einfach. Vielleicht gibt es da irgendeinen Hack, das auch wegzunehmen. Genau, das war es jetzt erstmal zu dem Thema. Eine Sache noch. Ich gebe jetzt ja euch dieses Preset. Mich würde es freuen, wenn ihr Ergebnisse, die ihr hiermit erzeugt habt, auch wenn ihr die zeigt, wenn ich das irgendwie mitkriege. Ja? Das heißt, ihr könnt ihr gerne auf die Facebook-Seite von Lake Lightroom Tutorials auch mit draufpacken. Ihr könnt Lake Lightrooms Tutorial vielleicht drauf verlinken oder irgendwie in den Kommentar mit einbinden. Dann kriege ich das mit und es würde mich natürlich freuen, wenn ich sehe, dass in vielen Bildern vielleicht dieses Preset verwendet worden ist. In Zukunft soll es ja auch noch mehr Presets geben, die werden ein paar Euro kosten, aber absolut im bezahlbaren Rahmen, nicht zu teuer, ein ganz fairer Preis, unter 1 € für ein Preset auf jeden Fall. Und genau, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen vielleicht was gelernt, wie das funktioniert mit den Presets. Noch einmal ganz wichtig am Ende, Preset heißt nicht ein Klick und das Bild ist fertig und das Bild ist geil. Preset heißt, ihr könnt komplexe Sachen wie zum Beispiel Gradationskurveneinstellungen mit einem Klick aufrufen, wiederherstellen, wenn ihr euch da schon mal viel Arbeit gemacht habt und könnt dann mit ein paar Klicks in der Weiterbearbeitung das Bild fertig machen. Ja, das heißt, es ist eine super praktische Sache, aber kein Allheilmittel. Aber ihr seht, links, rechts, dazwischen liegt 1 Minute Bearbeitung dank eines Presets. Das ist natürlich Gold wert.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte, Daumen hoch, subscribe den YouTube-Kanal, liked das Facebook-Seitending. Das freut mich, das gibt mir immer noch ein bisschen Energie, ein bisschen weiterzumachen, neue Videos zu drehen. Und bis dahin sage ich ciao, viel Spaß mit dem Preset, mit euren eigenen Presets. Wenn ihr welche gebaut habt, die ihr toll findet, könnt ihr die natürlich auch über die Facebook-Seite Lake Lightroom Tutorials vielleicht mal mit den anderen teilen, einfach einen Download-Link irgendwo in den Kommentar schreiben oder als Kommentar auf die Facebook-Seite. Und ja, bis dahin wie immer gutes Licht und die besten Grüße von mir, euer Lars. Ciao, ciao.